Selbstverständlich stattet das Rhizom die Verwesen während ihrer dissipativen Lebensspanne. Denn sie dient ja der Austestung durch die Selektionsfilter zu erproben, was die Rekombinationsgesetze hier veranstaltet haben. Folglich mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Tumtreistheit, mit Vergessen, mit Glauben, es kann mir nichts passieren, mit Glauben an Unsterblichkeit, mit Glauben an Unversehrbarkeit und Unendlichkeit und überwältigender Schönheit und Ausgedehntheit und dramaturgischen Weltentheater-Sensationen aus und allen Motivationen und Trieben und Antrieben. Sie dieses schwierige Erprobungsfeld in drei verschiedenen Registern, dem imaginär-symbolischen, dem imaginär-realen und dem symbolisch-realen, möglichst erfolgreich und langdauernd vor allem bestehen zu lassen, um die Wahrscheinlichkeit durch Zeitausdehnung bewerkstelligen zu können. Denn, wie Heidegger sagt, der Sinn des Lebens existiert nicht, der Sinn des Lebens ist die Zeit. Aber die Zeit gibt keinen Sinn. Die Zeit, das ist nichts anderes als die Beobachtung dieses Körpers, der gelernt hat, seine eigenen Bewegungen, seine eigenen Vorwärtsbewegungen innerhalb des Raumes, denn nichts anderes ist Zeit, zu beobachten. Und durch diese Reflexionsreflexivität in der Vorhersagung, in der Vorausplanung, in der Strategieplanung innerhalb der Bewegungen des Raumes erfolgreicher zu werden und bei der Anpirschung an den Kairos, an die Jagden, möglichst selbst nicht erlegt zu werden, sondern Rücksicht und Vorsichtsnahme in diesen selbstbeobachteten Handlungen zu vollziehen, im Ticken des immer ultimativen Jetzt-Augenmoments, Augenblickmoments des Kairos. Also selbstverständlich wird hier das Verwesen mit allen Registern der Handlungsfähigkeit, der Chutzpe, der Schlauheit, der List, des Mutes, nicht nur des Mutes, der Verzweiflung, dass er ja nichts mehr zu verlieren hätte, weil er ja nichts mehr zu verlieren hat und alles wagen könne, aus, das gehört ins andere Register. Und also geht es hier in den Produktionsergebnissen, Erlebnissen immer um die Beförderung, um die notwendige Proliferation der Produktergebnisse, der Abzweigungen, der Produktionsableger, die zu befördern sind, und dafür bedarf es keiner Philosophie, bedarf es keines Reflexionsverhaltens zu erkennen, oh, ich bin ja da und weil ich da bin, werde ich wieder weg sein, sondern das unterliegt dem Register 1 und dem Register 3, dem Register 3 des Alltagsvergessens, des routinemäßigen Alltags, Stumpfsinns, der Fürsorgen, der Vorsorgen, der Besorgungen, als auch dem
Register 1 des alltäglichen Rückkehrens in den Urozeanen des Uzerus zur Reorganisation der Körper, der Erfrischung, der Abarbeitung und der Integration von Verletzungen, Auslenkungen, unbewältigbaren Erlebnissen durch den Traum und das Aufwachen machen, das Aufschrecken aus dem Traum angesichts derjenigen Realbedrohungen, die nicht abgeschrieben werden können, abgearbeitet werden im Traum, der den Schlaf zu verlängern hat, den erfrischenden, den erholsamen, das dem Aufschrecken, dem sich wieder auf die Socken machen, dem sich wieder an den Strand begeben, um die Sonne, um den Sonnenaufgang zu beobachten, wobei es dabei nicht um die Würdigung der Sonne geht, sondern um das erstaunte Erleben, dass man selbst immer noch da ist, dies wahrnehmen zu können, einen weiteren Tag erneut wieder. Jetzt wird es hier zu laut, ich muss mal Pause machen.